Moin Moin von Aida Luna auf dem Weg von Nassau nach Amber Cove. Bei so vielen Gastkünstlern an Bord habe ich mich gefragt, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Unsere Comedian und Autorin Andrea Volk hat mich eingeladen, sie einen Tag lang zu begleiten. Hallo, guten Morgen. Ich war mal bei QVC, ich war 6 Jahre lang Handtuchexperte. Das heißt, ich habe halt Handtücher im Fernsehen verkauft. Und ich habe schon immer viel geschrieben und habe die Comedy immer schon nebenher auch betrieben und habe auch über QVC, über das Leben hinter den Kulissen, ein Buch geschrieben. Und danach war ich natürlich arbeitslos und habe halt nur noch Comedy gemacht. Also mein Lieblingsplatz mit an Bord ist Deck 5. Da hat man halt auch mal schön seine Ruhe. Ich kann da auch wunderbar schreiben, aufs Meer schauen. Und sogar Teile meines letzten Buches sind auf AIDA auf Deck 5 entstanden. Also ich versuche den Tag möglichst ruhig anzugehen, schon konzentriert. Ich mache mir meinen Text, den ich natürlich vom Lunch schon mitbringe. Und wie du siehst, ändere ich den natürlich noch 10 Mal. Und ganz zum Schluss ist der Ablauf dann ungefähr so handschriftlich und nicht mehr zu entziffern. Hey, nach einem wunderschönen Tag freue ich mich jetzt auf das Konzert von meinem super geilen Kollegen Wayne Morris. Wayne, toi, toi, toi. Whatever you want, whatever you like, whatever you say, you pay your money, you take your choice. Whatever you need, whatever you use, now the day you couldn't even say goodbye. I could take you home, that train. Was gibt's heute zu essen? Mein Name ist Joachim Jaut und das ist mein junger Wilderteller von der AIDA-Reise. Cantaloupe-Melone, Kombu-Alge und Kefir.